So, okay, ich habe vermutlich, habe ich in der letzten Episode gesagt, wir kommen damit zurück zuerst aus Online. Wir sind immer noch im Gefangenenlager auf Aminos, beziehungsweise eigentlich mal wieder, wo wir uns als Kalfaktorin gekleidet haben. Also die Leute, die Überprüfung eurer Habe, Yvara, achtet nicht auf uns. Hey, was macht mein Medaillon in eurem Bettzeug? Was? Nein, wie kommt das da? Das war's. Euer Status als Kalfaktorin wird widerrufen und ihr werdet abgefertigt. Nein, nicht der Dschungel. Ich bin unschuldig. Bewegt euch. Diese Plattform ist für Kalfaktoren, nicht für gemeinen Pöbel. Ihr seid schneller auf dem Weg in den Dschungel, als euch lieb ist. Ja, also genau, die haben wir da verraten. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist. Also sie ist tatsächlich in diesem Fall unschuldig. Ist aber uns eigentlich auch egal. Ich hoffe immer noch mehr über die Abfertigung zu erfahren, aber wir verfolgen auf jeden Fall einen Dieb namens Valdin Dentin in Auftrag seiner Frau, Freundin, irgendwas. Also ich weiß nicht, sie hat halt einen Mann gesagt, aber ich weiß nicht, ob die wirklich offiziell verheiratet sind. Legt man als Dieb tatsächlich so viel Fokus auf so komische Rituale, wie heiraten? Naja, unabhängig davon ist er angeblich hier von den Wächtern einfach geschnappt worden, aber jetzt haben wir herausgefunden, dass er irgendwie hier absichtlich an einem bestimmten Ort wollte, als er hier ankam, in die Caldera nämlich. Also das trockene Dings von einem Vulkan quasi. Und das ist ein bisschen komisch, weil... Warum? Das klingt so ein bisschen so, als hätte er sich mit Absicht hier reinwerfen lassen, weil er hier drin irgendwas sucht, wahrscheinlich einen Schatz oder so. Ihr müsst lernen, wie man sich mit den Wärtern gut stellt. Ihr wollt nicht, dass ihr abgefertigt und in den Dschungel verbannt werdet. Sicher nicht. Ich habe gehört, dass man den Dschungel nicht mehr verlassen kann, ohne zu sterben, wenn man abgefertigt wurde. Es ist wohl eine Art Alchemie oder Magie oder so etwas. Das ist, da ich das immer beides sagen, wirkt das für mich unglaubwürdiger. Wenn sie sagen würden, es ist Magie und andere würden sagen, es ist Alchemie, fände ich so wie glaubwürdiger, als wenn die sich immer die ganze Zeit immer... Weil die widersprechen sich halt immer so, das Alchemie-Dings davon ist er ja schon. Vor allen Dingen ist es, wenn in seiner Situation wäre es nicht die beste Taktik, sofort in den Dschungel zu gehen, bevor du abgefertigt wirst, weil du kannst ja nicht abgefertigt werden, wenn das passiert, und dann einfach den Fluchtplan zu machen? Weil anscheinend kommst du ja easy in den Dschungel. Verdammt, die Legende hatte recht. Ich brauche 3 Schlüssel. Ja, okay, das sieht sehr so aus, wäre das alles geplant gewesen, ne? Tja, moin! Oh, hallo. Falls ihr einer der schrecklichen Gefangenen seid, die mich ausrauben wollen, fürchte ich, dass ich in der derzeitigen Lage schlicht mittellos bin. Oh. Doch wenn ich es so bedenke, könnte ich euch einen ordentlichen Goldklumpen versprechen, wenn ihr mir aushelft. Was sagt ihr? Ja, ich war eigentlich hier, um dich rauszuhauen, aber ich sehe schon, das war nie der Plan. Marcel? Warum sollte sie das tun? Sie wusste doch, dass mein Plan darin bestand, festgenommen zu werden und den Tagesanbruch-Schmuckstein zu stehlen. Ich habe mich absichtlich von den Wärtern schnappen lassen. Nun, zumindest scheint sie sich einen besseren Fluchtplan zurechtgelegt zu haben als ich. Oh, weiß er vielleicht nicht für eine Abfertigung? Das ist das Problem. Der Tagesanbruch-Schmuckstein? Aus dem Gefängnis? Wie kommt ihr denn darauf? Nein, ich musste ins Gefängnis, um ein Buch zu untersuchen, von dem ich wusste, dass es in der Wärterfeste ist. Die Geheimnisse von Aminos. Ein seltener Foliant voller Geheimnisse, den man braucht, um in das alte Gewölbe zu gelangen. Okay. Das alte Gewölbe, was nochmal das alte Gewölbe? Welches alte Gewölbe? Das, in dem der Tagesanbruch-Edelstein verwahrt wird. Passt auf, meine Freundin. Ich dachte nicht, dass ich zu schnell bin. Das alte Gewölbe wurde gebaut und geriet schon vor Jahren in Vergessenheit. Doch mit Hilfe der Informationen aus diesem Buch weiß ich endlich, wie ich es öffne. Werdet ihr mir helfen? Ich finde es ein bisschen krass, dass er sich dafür hat einsperren lassen. Also weiß er nicht von der Abfertigung oder ist das Risiko das einfach wert? Okay, das ist aber eine wesentlich bessere Erklärung, warum sie auf Aminos sind als andere, oder? Oder ist Marcel einfach nur verdächtig? Oder also zumindest wird es hier, kommt hier gerade so ein bisschen Spannung auf, dass hier anscheinend irgendwie doppelt oder dreifaches Spiel geschrieben wird, was eigentlich ganz cool ist, oder? Na gut, was für genau? Ich hatte gehofft, dass die Legende sich irrt, dass ich nur den einen Schlüssel brauchen würde, den ich schon habe. Doch leider braucht man doch 3 Schlüssel, um das Gewölbe zu öffnen. Aber jetzt weiß ich, wo man sie findet. Helft mir, im Dschungel zu überleben und die anderen Schlüssel zu besorgen. Dann bezahle ich euch gut. Okay, wir müssen durch den Dschungel laufen. Das ist ja super. Wollen wir vielleicht Marcel noch einpacken? In Ordnung. Und ich helfe dir, den Schlüssel zu beschaffen und den Tagesbruch an Schmuckstein auch irgendwie. Brillant. Laut dem Buch werden die Schlüssel getrennt versteckt. Einer im südlichen Dschungel, der andere im Westen. Hier. Ich markiere die genannten Orte auf eurer Karte. Habt ihr die Legende vom verborgenen Gewölbe gehört? Sie ist recht faszinierend. Nö, hau raus. Sie ist bemerkenswert. Die Legende der Systrin-Schwestern Famasa, Finimi und Fera. Ein Trio von Piratinnen, die bei ihren Überfällen auf die Küste von Hochfels ungeheure Schätze anhäuften. Laut der Geschichte wählten sie Aminos aus, um ihr geheimes Gewölbe zu bauen. Ja, das, wenn es nicht über ein Gefängnis war.
und kein komischer magischer Schutz war. Ich meine, wie schlimm können diese Strömungen wirklich sein, ne? Famasa, Femimi und Fera? Sollten die Namen irgendwas klingen lassen oder sind die reine Fantasie? Sie klingen irgendwie so, als wäre es irgendwie eine Abfolge irgendeiner Art, die man erkennen könnte, vielleicht, eventuell. Das ist immer so ein Ding, ne? Das ist halt. Ich sehe gerne mal so Muster, die gar keine Muster sind, weil ich irgendwie alles andere auch mal Muster sind. Dann wird man einfach paranoid. Musterparanoid. Okay, was mit dem passiert? Nun, das war vor dem Aminos-Posten und dem Gefangenenlager. Die Schwestern errichteten ihr Gewölbe und verbargen ihren Schatz. Während das Gewölbe noch in Bau war, verliebte sich Famasa in einen Einheimischen namens Aitinwe. Da ging alles schief. Ein Einheimischer auf Aminos? Aitinwe klingt jetzt vor allen Dingen irgendwie wie so ein typischer Bossmann-Name, oder? Aitinwe überzeugte Famasa, ihre Schwestern zu verraten, damit sie den Schatz für sich behalten konnten. Ihre Schwestern erfuhren von dem Plan und verbargen ihre Schlüssel, bevor es überhaupt zu einer Konfrontation kommen konnte. Wisst ihr, man braucht alle drei Schlüssel, um das Gewölbe zu öffnen. Und was geschah, als sie sich endlich gegenübertraten? Nichts Gutes. Die Systrin-Schwestern starben im Kampf miteinander und ließen Aitinwe mit einem der Schlüssel und dem Geheimnis des Gewölbes zurück. Er prahlte damit in einer Taverne und so nahm die Legende ihren Anfang. Er fand dann sein Ende, als er im Dschungel nach den anderen beiden Schlüsseln suchte. Ah ja, okay, gut. Das heißt, also es könnte durchaus eine komplette Legende sein. Es ist aber auch schön, dass der Typ überlebt hat. Aber eigentlich sehr passend, dass sie alle drei gestorben sind. Weil wir wissen ja, bei Messerstechereien stirbt der Sieger im Krankenwagen und der Verlierer auf der Straße, ne? Wo genau ist dieses Gewölbe? Gleich hinter dieser Felsklippe. Die Schlösser sind in dem Felsen verborgen, den ich untersuchte. Einfallsreiche Konstruktion, aber man braucht auf jeden Fall alle drei Schlüssel. Wisst ihr, ich hatte gehofft, dass die Legende darin falsch läge. Ach, nun ja. Warum er den Schlüssel schon her hat. Und du meinst, die Schlüssel sind wirklich an den Stellen da? Ich musste viele Nachforschungen betreiben, um zu ermitteln, welches seltene Buch die Schlüssel erwähnt. Und um herauszufinden, dass es eine Ausgabe des Buchs im Gefängnis gibt. Nachdem ich Famasas Schlüssel von einem ihrer viel zu leichtgläubigen Nachkommen beschafft hatte, kam ich hierher. Doch bald haben wir die anderen Schlüssel. Ach so, von einem der Nachkommen. Na gut, das erscheint logisch. Okay, gut. Was mit dem Dschungel? Das soll ziemlich gefährlich sein. Ich war doch schon da. Gefährlich? Sicher, aber nichts, womit ihr nicht fertig werden würdet. Wir wurden noch nicht abgefertigt. Daher können wir den Dschungel nach Belieben betreten und verlassen. Passt nur auf, dass uns kein Wärter bemerkt. Doch sie achten meist nicht besonders auf den Bereich außerhalb des Lagers. Und warum so ein Risiko nur für einen Schmuckstein? Das ist nicht nur irgendein Schmuckstein. Der Tagesanbruch-Schmuckstein hat eine lange Geschichte und ist Teil einer anderen Legende. Oh. Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Mit dem Tagesanbruch-Schmuckstein kann ich ein noch legendäreres Gewölbe mit einem noch größeren Schatz finden. Ja, das erzählst du mir alles. Ich meine, wir kennen uns seit 5 Minuten, das könnte durchaus schief gehen. Ja gut, ich meine, seine Frau vertraut uns, die uns ja eigentlich auch komplett unter einer völlig falschen Prämisse hierher gelockt hat, weil ich das verstanden habe. Aber, naja, also, ich muss übrigens mal Red Dead Redemption spielen, weil anscheinend ist der, nicht der Protagonist, aber der Typ, der mit dem Protagonisten unterwegs ist, hat eine ähnliche Motivation über das nächste große Abenteuer. Also wir müssen das Gewölbe einbrechen mit Flugzeugen, mit dem ein anderes Gewölbe einbrechen kannst. Genau das! Jetzt begreift ihr langsam, warum ich die Verbannung riskiert habe, um an den Tagesanbruch-Schmuckstein zu kommen. Ich bin nur froh, dass Marcel euch gefunden und zur Hilfe geschickt hat. Sie ist wirklich eine tolle Partnerin. Und jetzt holen wir uns diese Schlüssel. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, wenn sie den Plan kannte, was das hier alles soll. Also es ergibt halt irgendwie wenig Sinn. Ich muss mal euch die Funke-Dinger weiter. Ich bin zu faul zu laufen. Ich teleportiere mich jetzt einfach. Okay, das ist natürlich genau der Ort, wo Kinder... Egal, ich teleportiere mich trotzdem. Ich bin nicht bereit, das zu laufen. Das ist mir egal, was es kostet. Das ist... Okay, das eine Ding ist an dem Vulkan-Ding dran, ne? Oder mitten drauf. Kann ich hier jetzt irgendwas anfallen? Wo habe ich denn jetzt einen Champion-Punkt gekriegt? Warte mal, das ist die falsche Quest, oder? Ah ja, das ist die andere Quest. Okay, gut. Es gibt doch einen Wegpunkt dahin. Das ist eine andere Quest, die ich gerade hergerissen habe. Ich habe so über die Dailies angenommen. Und die haben durch Zufall nach Aminos geführt. Aber da hier gerade keiner ist, kann ich die Daily auch nicht beenden. Weil die Dailies erzählen ja auch so ein bisschen eine Story, aber die kann ich halt nicht so linear machen wie alles andere, was ich tue. Guck mal, diese Ruine herkommt. Schlüssel. Ach ja, jetzt tatsächlich nur. Muss ich jetzt Rätsel lösen? Finimis Domizil. Nur die Schwestern dürfen diese Städte betreten. Ein Steinbauwerk? Der Schlüssel muss da drin sein.
Maul. Oh, was steht da auf der Plakette? Ich versuche zu lesen, aber du laberst mir rein. Legt ein heiliges Tannerblatt auf die Plinte, die die Mitte des Insels am nächsten ist. Legt das Tuch meiner guten Schwester auf die Plinte, wo das Schwert des Ritters niemals rostet. Legt die Braunkohle des Verräters auf die Plinte, wo die Tiere niemals sterben. Verflucht sei der Name des Verräters. Hm, Sockel. Das müssen die niedrigen Podeste da drüben sein. Auf einem von ihnen liegt schon ein Gebetstuch. Also brauchen wir nur ein Weihblatt und die Verräterkohle. Das Tannerblatt gilt in manchen Kulturen als heilig, einschließlich der örtlichen Druiden. Sollte recht einfach zu finden sein. Braunkohle ist eine bestimmte Art Kohle. Ein Gestein, das aus auf natürliche Weise gepresstem Torf entsteht. Es ist in dieser Gegend häufig. Sehen wir uns um. Aha. Ist es für vulkanische Gegend üblich, dass es da Torf gibt? Nein, das ist... Okay, das ist, was war das anders? Okay, das ist eine andere Quest. Also das, die Quests liegen jetzt gerade so ein bisschen sehr dicht hier beieinander. Okay, das ist ein Tannerblatt anscheinend. Na gut, dass es hier so auf dem Blatt bereit liegt. Aber warum liegt das zeremonielle Stück Stoff, das was am schwierigsten zu kriegen gewesen wäre, schon da? Das ist die Verräterkohle? Warum auch immer das Verräterkohle ist? Kann der Typ ein Boss machen? Braunkohle. Nun, das ist ein Blatt und ein Klumpen Kohle. Fangt mit dem Blatt an. Platziert es auf dem Sockel in der Mitte der Insel. Ja, yeah, ja. Yeah. Wir müssen ein bisschen zurückrollen. Funke, beruhige dich bitte. Wir sind hier nicht allein. Alter. Naja, gut, das war jetzt nicht so schwer. Schön, dass wir nicht einfach durch die Wand brechen können in der Hütte. Und vor allem, wo kommt jetzt dieses magische Ding sie her? So, Plinte? Was ist denn die Mitte der Insel? Achso, das Ding, was der mit der Insel am nächsten ist. Das ist wahrscheinlich das Ding hier, oder? Das scheint richtig zu sein. Platziert jetzt die Kohle. Warum ist da eigentlich eine Schlange? Wir haben es geschafft. Die Tür scheint frei zu sein. Gut gemacht. Finimis domizil. Das sieht ja aber noch ganz gut aus hier, ne? Die Fackeln brennen doch. Sieht aus, als wäre es vor 10 Minuten verlassen worden. Hier ist ein Spielbrett. Finimis Zauberbuch. Meine Mitpiraten und der Systrin-Schwestern haben ihre Talente, aber ohne mein ganz spezielles Fachgebiet hätten wir niemals Erfolg gehabt. Ich bin Meisterin des Arkanen, eine Magierin mit ansehnlichen Fähigkeiten. Wie sonst sollten wir es schaffen, immer wieder Verfolger zu bekommen und größere Schiffe einzuholen. Diese Zaubersammlung stellt mein Lebenswerk dar. Dann habe ich Schutzzauber gesammelt, den ich mein Domizil abriegeln und unser neu erbautes Gewölbe bewachen kann. Aber auch Kampfzauber, Verteidigungszauber und Verbergezauber. Ich muss noch immer Schutzzauber auf die Kassette wirken, der ich meine Schlüssel zum Gewölbe eingeschossen habe. Aber ich habe keine Zeit. Mein Hellsichtzauber sagt mir, dass Famasa und Altinvi unterwegs sind mir und Fera in den Rücken zu fallen. So sei es. Wenn Famasa unseren schwesterlichen Bund brechen möchte von meinen dahergelaufenen Schurken, dann geht das, was passieren wird, auf ihre Kappe. Es folgt eine Reihe Arcana-Einträge, die zu selbst ein erfahrener Zaubermeister Magie schwerfallen würde, da sie offenbar in Finimis persönliche Verschlüsselung verfasst sind. Toll! Aber das ist ja nicht schon der wahre Schatz, oder? Aber schön, dass das hier so stumpf erklärt wird, ne? Der Schlüssel, okay. Ihr seid ein Naturtalent. Ein Schlüssel geschafft, einer fehlt noch. Aha. Das ist halt großartig, dass das halt in diesem Buch... Also, echt, das hätte man doch anders bedienen können. Das ist, oh, das ist ganz schön tief. Ich glaube, ich sterbe da dran. Ja. Okay, Wegschreien. Ja, natürlich. Fuck, hier sind ja auch keine Wegschreien in der Nähe. Ach, Menno. Warte mal. Südschlüssel. Ja. Also, es ist so wie... Also, außer dass ich durchs Wasser laufen muss, ist es, glaube ich, genau gleich mit weg. Vielleicht... Vielleicht hätte ich im Arminos Posten mit Mutter auf Begleitschutz warten sollen. Ja, okay, also ich bin mir sicher, ich merke mir, dass das dass da eine Quest gibt. Oh, jetzt muss ich fragen, ob das die gleiche ist, die zu diesen Dingens ist. Warum auch immer sie hier unterwegs ist. Ist das die gleiche? Nee, es ist. Es ist ich dachte schon, dieser Kampf wäre aussichtslos. Aber da die große Fessel nun zerstört wurde, haben wir vielleicht auch einen Schuss. Die große Fessel? Ach ja, die Hauptstory von vor 8 Jahren. Ich erinnere mich. Jetzt bin ich schon wieder auf so ein Vulkan-Ding hier aufgerissen. Das habe ich auch als Quest. Oder habe ich irgendeins davon auf Quest? Komme ich denn jetzt endlich? Komme ich denn durch? Ich reite mit. Ich beschwere mich immer so über Immersion. Dann reise ich hier irgendwie. Reite ich hier immer so absolut rücksichtslos durch, ne? Wie kommt man denn da am besten ran an den Ort? Ist das hier lang? Ja, wahrscheinlich. Da ist die Karte ein bisschen detailarm für so ein Spiel. Das ist ein. Ich weiß schon mal. Den Ding zu steigen. Und hier ist nochmal Feuer. Seht mal, da oben. Wenn ich ein Schlüssel wäre, würde ich mich da oben verstecken. Ja. Und hätte meine Oma Räder, wäre sie ein Auto. Alter. Ey, guck mal, Viecher. Also, ein Tier ist Fallen. Diese alten Ruinen.
Das muss der Ort sein. Sucht nach einem alten Schlüssel, während ich Wache halte. Also mein Vertrauen diesen Typen ist gleich null, ne? Das ist übrigens eine Wespe. Warum welche Sachen explodieren hier? Das ist ja doof, hier könnte man überall durchfallen. Wenn ich hätte Schlüssel wäre, würde ich mich da oben verstecken. Ja, Funke, du machst das schon. Ich frage die Viecher immer an. Okay, das sind immer hier. Also vielleicht ein bisschen unfreundlich hier, ne? Ja, Funke, jetzt. Macht da mal ein bisschen Damage hier. Verwitterte Wertkassette. Und kein Tagebuch dazu? Südschlüssel. Dieser Schlüssel zum Piratenfähre gehört. Hier unten. Ja, warte mal, lass mich kurz vorher noch ein bisschen umschauen. Ist natürlich praktisch, dass wir jetzt hier den guten alten Skyrim-Jump machen können. Aber kein Tagebuch. Das ist echt sehr schade. Na gut. Immerhin war das magische Schloss mit dem anderen Ding erklärt, ne? Ah, hier. Hallo. Geschafft, meine Freundin. Wir haben alle drei Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch los und das Gewölbe öffnen. Ja, ich bin sehr gespannt, ne? Wo ist denn das Gewölbe eigentlich? Ist es tatsächlich ein Gewölbe-Gewölbe oder ist es wieder... Ja, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, mein Questfall ist da lang. Schließt das Gewölbe auf höher, in diese Richtung, die ich gerade gucke. Okay. Ich reite mal. Weil auf der Stelle teleportieren ist, glaube ich, gar nicht so teuer. Und ich kann die Ender und Slash Stuck benutzen. Ich glaube, Slash Stuck kostet auch Geld. Aber ich glaube, Slash Stuck ist nicht von dem teurer Kosten beschäftigt. Bin ich immer gespannt, ob das jetzt die Quest war oder ob jetzt noch was kommt. Weil ich meine, die Quest heißt das lange Spiel. Es würde ja einiges dafür sprechen, dass jetzt gleich noch was passiert, dass er gleich nur abgefertigt wird und dass wir noch das brechen müssen. Diese weiß, dass sie den Dschungel niemals verlassen kann. Doch manchmal ist es verführerisch, einfach durchs Tor zu schlüpfen. Hinter diesem Tor liegt der Dschungel von Amenos. Euer Zuhause für den Rest eures elenden Lebens. Bitte, ich bin unschuldig, ich schwöre es. Schickt mich nicht in den Dschungel. Dafür ist es zu spät. Ihr wurdet schon abgefertigt. Wenn wir euch nicht in den Dschungel verbannen, sterbt ihr. Richtig. Der sichere Tod. Ihr müsst lernen, wie man sich mit den Wärtern gut stellt. Ihr wollt nicht, dass ihr abgefertigt und das Ding ist ja, die werden abgefertigt und die andere, die Khajiit hat ja rumgemacht, dass sie nicht durch die Tür gehört, dass man den Dschungel nicht mehr verlassen kann, ohne zu sterben, wenn man abgefertigt wurde. Stecken wir unsere Schlüssel rein. Hoffentlich müssen wir sie nicht alle gleichzeitig umdrehen. Das wäre witzig, dann bräuchten wir Marcelle noch. Sieh sich das einer an. Erstaunlich. Gehen wir rein. Ja, Gewölbe der Systemschwestern. Okay. Ein altes Piratenwölbe auf Aminos? Das wäre möglich, aber äußerst unwahrscheinlich. Oberwärter Schalemig. Tja, der gute Oberwärter Schalemig, der hat keine Ahnung. Okay, das ist tatsächlich... Okay, sieht so aus, wird es länger dauern. Wir erkunden das beim nächsten Freunde, Mal. Freunde, der Schatz erwartet uns. Und vielleicht sind wir beim letzten Mal auch ganz schnell fertig. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao.